Hallo zusammen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, leider waren die letzten 3, 4 Wochen jetzt nicht so prickelnd. Wir konnten leider kein Video drehen. Warum? Ja, leider eine Erkältung eingefangen und was natürlich noch schlimmer war, ich habe einen guten Freund und Geschäftspartner auch noch verloren. Und da war eben mal das Thema nicht so, dass man sagt, okay, man möchte unbedingt ein YouTube-Video drehen. Ja, jetzt bin ich aber wieder da und ein kleiner Rückblick zu meinem letzten Video, wo ich ja gesagt habe oder ein Video gemacht habe über Autos, ein bisschen über Immobilien, wo ich gesagt habe, ja, warum mache ich Autovideos oder warum habe ich diese Autos? Und ich habe ja angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass das Video mit den Autos wesentlich mehr Content erreicht als die Videos zuvor und bin davon ausgegangen, dass ich gesagt habe, okay, wir erreichen die doppelte Klickzahl oder die doppelte Aufrufquote. Letztendlich war es dann nicht die doppelte. Ich glaube, letzter Stand war sogar die 6- oder 7-fache Aufrufquote zu den normalen Videos. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen möchte, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, aber es ist ja halt wirklich dann doch so, dass ja, nacktes Fleisch, Autos und so weiter dementsprechend mehr die Menschen interessiert, als vielleicht dann auch, was ich auch gesagt habe, zum Beispiel, wenn ich mich für den Tierschutz engagiere. Ich habe auch 2, 3 Videos gepostet die letzten 2, 3 Wochen, wo es darum geht, Spendenaufruf, weil wir ja im Oktober wieder nach Griechenland fahren und da das Tierheim vor Ort unterstützen möchten. Ja, nicht einmal annähernd die gleiche Resonanz, wie eben, wenn man dann was mit Autos macht. Ich habe auch mal ein Video gepostet vor ja, ein paar Wochen auf Instagram, wo es um meine Nachbarn ging, der sich über die Igel beschwert hat. Und was habe ich gemacht? Ich habe als erstes oder 2 Autos mit eingeblendet und dann bin ich erstmal auf das Thema Igel gekommen. Ja, letztendlich hat dann das Video auch, glaube ich, knapp 100.000 Aufrufe erzielt, nur weil von vornherein Autos mit drin waren. Also nur hier mein kleiner Rückblick, warum ich gesagt habe, warum man solche Autos fährt oder warum wir sie haben oder ich sie habe, weil sie dementsprechend halt dann Aufmerksamkeit erregt und dementsprechend auch mehr Klickzahlen auf unsere Firma oder bei den einzelnen Videos hat. So, jetzt kamen die letzten Wochen ganz, ganz vermehrt über Instagram, Facebook, über YouTube Anfragen, ja, du Peter oder Herr Götz, sag doch mal, wie kann man denn so erfolgreich werden? Wie schafft man das, solche Autos zu fahren und so weiter und so weiter? Jetzt mache ich doch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, wobei Werbung in der Hinsicht, ja, kann man darüber diskutieren. Ich habe zu den Themen, wie wird man erfolgreich und wie schafft man das, 2 Bücher geschrieben. Das erste Buch heißt Aus der Gosse in den Porsche. Gleich mal vorweg, die Einnahmen aus den Büchern spende ich komplett den Tierschutz. Also es dient jetzt nicht dazu, dass ich hier Geld damit verdienen möchte, sondern ich habe dir wirklich geschrieben, einmal um damit aufmerksam zu machen, wie man erfolgreich werden kann, was alles dazugehört und zum anderen, weil ich die Einnahmen gerne den Tierschutz zukommen lassen. Also das erste Buch, Aus der Gosse in den Porsche. Was erzähle ich da? Da erzähle ich, wie ich aufgewachsen bin und die meisten, die mich eben kennen, die wissen, dass ich vielleicht jetzt nicht so die einfachste Jugend hatte. Ich habe zigmal die Schule wechseln müssen, habe auch eine Zeit lang nicht die besten Noten gehabt und so weiter und so weiter. Und in dem Buch erkläre ich aber auch, dass um erfolgreich zu sein, es auch sehr viel Zufall und Glück bedarf. Nicht nur, das erzähle ich dann heute auch ein bisschen, es gibt schon auch ein paar Faktoren, wie man das Ganze auch beeinflussen kann, außerhalb von Zufällen und Glück, aber letztendlich spielt es auch eine Rolle. Und das zweite Buch ist Von der Arbeitsbiene zum Bienenkönig. Hier erzähle ich dann komplett meinen beruflichen Werdegang und auch in dem Buch sind mehrere ja, Tipps und Tricks drin oder auch Erklärungen, wie ich letztendlich das geschafft habe, da heute hinzukommen. So. Also, wenn aber jetzt jemand denkt, man kann sich solche Bücher kaufen und liest es oder besucht eine Schulung oder einen Workshop und denkt, man wird dadurch super erfolgreich, ja, vergisst es. Also, funktioniert mal gar nicht. Ich habe auch vor ein paar Wochen ein Video auf YouTube reingestellt, wo ich ganz klar der Meinung bin, dass man mit Schulungen, Workshops und so weiter nicht unbedingt zum Millionär wird. Es gibt vielleicht manchmal ein paar Denkanregungen, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Was ganz, ganz witzig ist, ich habe es jetzt aus Datenschutzgründen jetzt auch gar nicht, ich wollte es erst kopieren, aber aus Datenschutzgründen habe ich gedacht, ich mache es nicht. Ich habe diese Woche eine Bewerbung bekommen, der bei uns sich beworben hat auf eine Festanstellung und da liegen lauter Zertifikate dabei,
wo der die letzten 30 Jahre, auf welchen Seminare der war, NLP oder was weiß ich, wie das Zeug hieß, und auch zum Beispiel, wie werde ich vom Verkäufer zum Millionär? Jetzt frage ich mich, warum bewirbt er sich denn bei mir in einer Festanstellung, wenn er doch lauter solche hervorragenden Seminare besucht hat? Normalerweise müsste doch der mir was erklären, wie das funktioniert. Und eigentlich müsste er schon Millionär sein. Auch da wieder, daran merkt man totaler Blödsinn. So, okay, also, um was geht es heute? Die Fragen waren, wie werde ich erfolgreich, wie kann ich solche Autos fahren? Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das heute vielleicht mal zu erklären. Das wird jetzt in den einen Video nicht gehen, sondern ich werde 3 Videos dazu machen, die wir jetzt hintereinander die nächsten Tage oder Wochen dann schalten. Und als allererstes müssen wir mal drüber reden, was ist denn erfolgreich? Die Leute schreiben rein, Frage, wie kann ich diese tollen Autos fahren? Jetzt könnte ich salopp sagen, naja, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Geh doch arbeiten, arbeite viel, spar viel weg, irgendwann kannst du so ein Auto leisten. Aber ich glaube, das ist das, was man so hören will. Ja? Aber das wäre jetzt eigentlich die einfachste Antwort. So. Dann die anderen schreien, hey Peter, super Profil, super Videos, bla bla bla, wie kann ich erfolgreich werden? Aber die Frage ist dann, als erstes müssen wir mal klären, was ist denn erfolgreich? Ja? Am Geld bemessen? Oder ob ich eine Familie gründe oder die Karriereleiter nach oben steige oder einen Weltrekord im Sport erreiche. Was ist erfolgreich? Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn jemand schreibt, wie kann ich so erfolgreich werden, dass alle das Thema meinen Geld. Ja, alles andere gehe ich jetzt mal davon aus, meinen wir nicht, sondern wir reden einfach jetzt mal von Geld. So. Und dann ist die Frage, wie viel Geld? Ab wie viel Geld oder wie viel Geld muss ich verdienen oder wie viel Geld muss ich auf dem Einkommen haben oder an Vermögen besitzen, dass ich sagen kann, ich bin erfolgreich. Also das ist schon mal die allerwichtigste Frage. So, Fakt ist, dass es immer Menschen geben wird, die mehr verdienen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin erst erfolgreich, wenn ich jetzt so viel habe oder mehr habe als alle anderen, ja, dann wirst du nie erfolgreich sein. Also du musst für dich erst einmal festlegen können, ab wann hast du das Gefühl, bist du erfolgreich. Ja? Jetzt von meiner persönlichen Perspektive aus betrachtet, also ich verdiene heute mehr, bin jetzt einmal ganz transparent, ich verdiene heute mehr als 200.000, 300.000, 400.000 oder 500.000 Euro Verdienst. Ich rede nicht von Umsatz, Verdienst, also auf dem Steuerbescheid. Mehr als 300.000, 400.000, 500.000, mehr will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist trotzdem noch ein wenig mehr. Ja. Aber ich persönlich würde heute sagen, ich hätte bei 200.000 Euro Verdienst, Einkommen, einen Cut machen sollen. Ich rede vom Bruttoeinkommen, jetzt nicht Nettoeinkommen, weil dann würde ich sagen, ja, was jetzt zu versteuerndes Einkommen, Nettoeinkommen, nein. Ich rede jetzt von 200.000 Euro Bruttoeinkommen. Bei 200.000 Bruttoeinkommen habe ich eigentlich so viel netto gehabt, dass ich sensationelles, tolles Leben habe führen können. Das heißt, ich hätte alle Urlaubsziele irgendwo mir leisten können, ich hätte auch ein tolles Auto mir leisten können, ich hätte auch mir ein tolles Haus kaufen können und so weiter und so weiter. Also 250.000 Euro, da sind eigentlich schon die meisten Türen offen und man führt im Verhältnis, also sprich, was unternehmerisch leisten muss und so weiter, auch von der Verantwortung her, eigentlich so meiner Meinung, also war bei mir zumindest so, das weitaus angenehmere Leben, als was ich heute führe. Heute verdiene ich zwar mehr, aber dieses Mehrverdienen, und das werden die meisten da draußen, die vielleicht in der gleichen Liga sich da bewegen, werden dann irgendwann feststellen, naja gut, du hast einen Lambo, du hast einen GT3, du hast einen Turbo S, du hast einen Taycan, du hast einen R8, du hast vielleicht das Auto noch, du hast das noch, du hast Häuser und so weiter. Ja, aber letztendlich des Tages sage ich immer so salopp, kann ich eh bloß ein Stück Fleisch fressen. Also mehr schaffe ich nicht. Ja, das heißt, was will ich mit diesem Geld irgendwann noch mehr? Ja, also, oder ich kaufe mir noch ein Boot und kaufe dann einen Flieger und das und das und das. Ja, wenn es dann irgendwo dann mal dann noch glücklich macht. Aber um glücklicher zu werden, hat eigentlich dieses Mehreinkommen in dem Moment spielt keine Rolle mehr. Da spielen dann andere Sachen eine Rolle. So, also, jeder muss sich erstmal definieren, ab wann sieht er sich denn als komplett erfolgreich an. So, andere Themen ist auch, was ich auch immer ganz offen sage, ich habe natürlich in diesen 30 Jahren auch ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die erfolgreich sein wollten, ja, die in meinem Business, also Immobilienbusiness, Finanzdienstleistung tätig waren.
Und in diesen 30 Jahren, jetzt einfach mal runtergebrochen, weil man jetzt auch wieder so Social Media, klar, auf der Plattform auch unterwegs ist, da ist ja sehr viel Schein und wenig Realität, also das sage ich klar mal weg. In diesen 30 Jahren, was ich an Geschäftspartnern kennengelernt habe, kann ich klar mal vorweg sagen, ist es folgendermaßen, 40% von denen, die ich kennengelernt habe, sind heute oder haben heute eine Privatinsolvenz. Die haben irgendwann den Absprung nicht geschafft zu erkennen, dass sie für ein Unternehmertum oder für eine Selbstständigkeit gar nicht geboren sind oder eigentlich gar nicht die Fähigkeit mitbringen. Also das muss man auch von vornherein sagen, also nicht jeder für ein Unternehmer oder für das super erfolgreich sein geboren, das wäre gelogen. Ja, also es gibt immer gewisse Grundvoraussetzungen, aber da werde ich in diesen nächsten Videos auch mal drauf kommen und erklären, warum und weshalb. Ja, aber vor vorhin schon mal gleich, ja, ich werde nie sagen können, jeder kann erfolgreich werden. Totaler Schwachsinn, das geht gar nicht. Das ist wie beim Sport, du kannst heute, wenn du einen Weltrekord erzielen willst oder jetzt gerade haben wir Olympia, du willst eine Goldmedaille gewinnen, es gibt Disziplinen, da musst du auch eine körperliche Voraussetzung mitbringen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand mit 1,55 Meter Körpergröße männlich den Weltrekord im Hochsprung schafft. Weiß ich nicht. Also das wäre eine Weltsensation. Jetzt könnte natürlich ein Trainer sagen oder ein Motivator sagen, ja, jeder kann alles schaffen. Ja, also der Mann, der dann da trainiert, da drauf hin, ich glaube, der, oder die Frau, die wird eher dann verzweifeln und irgendwann wird es in Frust enden. Also deswegen gleich mal vorweg, jeder super erfolgreich sein, geht nicht. Oder super erfolgreich, wenn man jetzt sagt, über diese 250.000 oder 1 Million im Jahr verdiene. Das glaube ich nicht, das geht nicht. Ich glaube aber schon, dass man auch erfolgreich sein kann bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also dass man das auch erlernen kann. Also dass der 1,55-Mann, der kann halt dann vielleicht 1,70, 1,80 springen oder 1,90. Ich habe jetzt da nicht die komplette Ahnung, aber dann ist es für den ja schon ein Erfolg, weil er höher springt, wie viele, viele andere auch, die vielleicht größer sind, dass sie das ein bisschen verstehen. So, also, deswegen erfolgreich sein, glaube ich, ja, super, super erfolgreich und eben dann in siebenstelligen Bereich verdienen, ich rede nicht von Umsatz, verdienen und so weiter, das glaube ich nicht. Ja, so, also, wie gesagt, 40% von den Menschen, die angetreten sind, die haben den Absprung nicht geschafft. Die sind heute Privatinsolvenz. Dann ungefähr 30-35%, die dümpeln irgendwo rum, wo ich sage, ey, mach dir selber einen Gefallen, hör mit dem Business auf. Eigentlich müssten die aufhören, weil die in jedem Angestelltenverhältnis wesentlich besser fahren würden. Also es gibt Menschen, die verdienen in der Selbstständigkeit, ich rede immer vom Bruttoeinkommen, die haben ein Bruttoeinkommen von 50, 60, 70, 80.000 Euro im Jahr. Und dann fühlen die sich aber wie die Größte oder wie die Besten, ja, weil wenn man es hergeht, das ist dann im Monat vielleicht 5, 6, 7.000 Euro brutto, dann vergessen auch ganz viele, dass man natürlich dann irgendwann auch mal darauf Steuern bezahlen muss, dann geben die das Geld aus, die Kumpel, die Freunde, Freundinnen und so weiter verdienen vielleicht dann netto 2,1, 2,2, 3, 2,4, 2,5 oder vielleicht 3.000 netto. Und dann denken sie, weil sie jetzt 7.000 im Monat haben, aber brutto leben sie viel, viel besser, sind wesentlich erfolgreicher. Dann sage ich nein. Als Selbstständiger mit 60, 70, 80.000 Jahresumsatz brutto würde ich sagen, wenn es perspektivisch nicht in den sechsstelligen Bereich geht, also sprich 150, 200, 250.000, würde ich sagen, hör auf damit. Ganz ehrlich. Also wenn du perspektivisch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren da nicht hinkommst, dann würde ich sagen, hör auf. Warum? Jeder Angestellte fährt doch da besser. Der hat Urlaub, ja, habe ich als Selbstständiger, klar, kann ich machen, wenn derzeit, wenn ich jetzt nicht Personal habe und so, verdiene ich kein Geld, Krankheit ist nicht abgesichert. Und was viele dann vergessen, du musst natürlich auch was für die Altersvorsorge machen. Das heißt, auch da kann ich sagen, sehr viele Geschäftspartner, die ich heute kenne, sage ich Halleluja, was ist mit denen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Weil die selber, die beraten Menschen zur Altersvorsorge oder zum Kapitalaufbau und haben selber eigentlich gar nichts. Also, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Blender, Schein, Sein, was hier in den Social Medien abgeht, Irrsinn hoch 10. Da sage ich, Leute, glaubt nicht alles, was da drin ist. Unheimlicher Füllefranz und glaubt auch nicht,
den ganzen Menschen, was die da immer erzählen, was sie für Umsätze generieren. Das lässt sich heute relativ einfach alles abrufen und prüfen. So, also, wie gesagt, wenn man selbstständig ist, wenn man erfolgreich sein will, dann sollte man schon tendenziell mindestens 150.000, 200.000 im Jahr brutto Verdienst haben, also das, was übrig bleibt, wie gesagt, nicht Umsatz. Und dann macht es auch Sinn, weil man dann natürlich auch mit dem Geld ganz, ganz anders arbeiten kann. Und wie gesagt, nicht vergessen, selber was für die eigene Altersvorsorge zu machen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, und eben halt sich selber ein bisschen absichern. So. Und jetzt kommen wir dann in die nächste Stufe. Das heißt über 200, 250, 300.000. Und da bewegen wir uns dann schon so eine halbe Million zu versteuernden 750 Millionen und drüber hinaus. Ich rede kontinuierlich im Jahr. Ich kenne Menschen, die haben einmal ein geiles Jahr und denken, sie sind die Größe, weil sie mal 400.000 jetzt halt an Gewinn haben und die nächsten zwei, drei später ist gar nichts da. Also das muss man dann auch wieder relativieren, da war es ja nicht so viel. Ich habe auch die Woche ein paar Jungs da gehabt, die waren happy, weil sie mal 200.000, 300.000, 400.000 Euro Gewinn haben im Immobilienbusiness. Ja, die sind zu zweit, da musst du das versteuern, was ist da noch da? Ja, und so weiter und so weiter. Das ist alles super, für die Selbstständigkeit super. Und dann sage ich aber, Jungs, bleibt mal ruhig, das ist nichts im Vergleich zum richtigen erfolgreich sein. 200.000, 300.000 Gewinn, 400.000, 500.000 Gewinn, das ist nichts. Ja, also da bewege ich mich irgendwo in der breiten Masse. Ja, der Otto-Normalverbraucher wird sich jetzt denken, was redet der Spinde, na klar. Aber ich rede vom super erfolgreich sein. Wir wollen ja, die Leute fragen ja, wie kann ich super erfolgreich sein? Ja, also wenn ich 300.000 Gewinn habe im Jahr, dann muss ich mir schon Gedanken machen, kann ich mir ein GD3 RS leisten? Kann ich mir ein Lambo leisten? Kann ich mir zusätzlich ein R8 leisten? Kann ich mir ein Turbo S noch hinstellen? Kann ich mir ein Taycan noch hinstellen? Kann ich mir einen Urus noch kaufen? Und so weiter. Das wird schon dünn. Ne? Also da rede ich mal von 1 Million, 1,5 Millionen, wenn ich Cash kaufe. Wenn ich 300.000 Gewinn habe, geht nach Steuer, bleiben vielleicht 160.000, 170.000. Ne? Jetzt können wir es wieder ausrechnen. Da müsst ihr 10 Jahre alles wegsparen, dann kann ich die Autos Cash kaufen. Also merkt ihr das im Verhältnis? Super erfolgreich sein. Ich rede vom super erfolgreich sein und nicht ein bisschen erfolgreich. Ja? So, also. Und immer die Frage auch, für mich ist auch jemand, der verheiratet ist, zwei Kinder, die Kinder großzieht, der ist für mich auch super erfolgreich. Das hat immer mit Geld was zu tun. Ja? Aber ihr wolltet Geld. Wir haben gesagt, wir reden heute vom Geld. Also, super erfolgreich. So. Und wenn ich jetzt dann mehr haben möchte, also drüber hinaus, ich rede jetzt von dieser halben Million und so weiter, dann wird schon schwierig, das sage ich, dann kann ich es nicht mehr eigentlich erlernen. Ja? Es gibt ein paar Faktoren, wo ich dann jetzt auch ein paar Tipps gebe, wo ich sage, okay, da müsst ihr drauf achten. Aber das wird jetzt dann, ihr werdet merken, das tut dann schon weh. Weil ist die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Ja? So, also, jetzt fangen wir mal an. Ich bin bekennender, seit einem Jahr wieder PlayStation-Spieler. Und bei PlayStation ist mir schon die erste Idee gekommen oder der erste Gedanke. Und ich spiele momentan, ja, seit, glaube ich, Oktober letzten Jahres, da gibt es ja immer dieses Modern Warfare oder Black Ops und so, wie das heißt. So. Und jetzt ist mir aufgefallen, wenn man das spielt und oben drauf klickt, dann steht unten rechts eine Zeit, Stunden. Wie viele Stunden man dieses Spiel gespielt hat. Und ich habe mich jetzt die letzten paar Wochen auch mit Menschen unterhalten, die das auch spielen und habe die dann so gefragt, also man spielt das ja online mit Headset, und dann habe ich die Jungs da so gefragt, also, wie viele Stunden hast du da stehen? Weil die mich mittlerweile natürlich auch ein wenig kenne, weil die dann natürlich, oftmals ist es anonym, aber manchmal fragen die ja dann auch, hey, wie heißt du richtig? Und dann sage ich, ja, ich bin der und der, Peter Götz, bla bla bla. Dann wollen die ja wissen, was man so macht und dann bla bla bla. Und dann haben die mich gegoogelt, haben gesehen, ich habe ein Buch geschrieben. Und dann wollen die halt auch über das PlayStation-Spiel online dann, wenn man sich dann abends so nennt, dann sagen die, hey, wie kann ich denn auch so erfolgreich werden? Und dann habe ich zu denen gesagt, hey, pass auf, mach doch dir mal einen Gefallen, schau doch mal unten beim Startbildschirm unten rechts, wie viele Stunden du das Spiel gespielt hast. Und dann sagt der eine, hey, 850 Stunden. Dann habe ich zu denen gesagt, du pass mal auf, das Spiel kam, glaube ich, raus am 20. Oktober. Dann nehmen wir 20. November, 20. Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Jetzt sind wir 9 Monate, 800 Stunden durch 9, dann bin ich Minimum 20 Stunden, nein, 200 Stunden, so, jetzt mathematisch an. Früher ein Einsatz, das hast du falsch gerechnet. Das heißt, ich habe, nein, keine 200 Stunden, was rede ich denn? 800 Stunden durch 9, dann bin ich irgendwo, glaube ich, bei 80 Stunden, 70, nein, Quatsch, jetzt bin ich total raus, 90 Stunden im Monat, sorry. Also, man merkt, ich war krank,
meine Gehirnzellen funktionieren noch nicht ganz so. Also, ich bin ungefähr bei 90 Stunden im Monat. Und dann habe ich zu dem gesagt, du, pass mal auf, wenn du 90 Stunden im Monat PlayStation zocken kannst, dieses Spiel, hast du damit Geld verdient? Dann sagt er, Quatsch, ich zock halt. Dann sagt er, ey, dann geh doch mal diese 90 Stunden, bevor es dich vor diese Klotze sitzt, mach doch Nebenjob. Und wenn du bloß 10 Euro die Stunde kriegst, dann hast du 900 Euro im Monat, ja, oder 8.000 Euro. Und das hast du dann in ein Investment investiert und das rechnest du mal aufs Jahr hoch oder auf 10 Jahre, dann hast du eigentlich nach 10 Jahren mit Zinseszinseffekt und so weiter schon 150.000, 200.000 Euro erzielt. Also wenn du jetzt ein Immobilieninvestment machst und so weiter, jetzt mal, wir brauchen jetzt nicht genau drauf eingehen, aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt, der Mensch will erfolgreich, fragt mich, will erfolgreich sein, wie es kann, und ich sage, hör auf, PlayStation spielen und mach in der Zeit einen Nebenjob. Dann war Ruhe am Ende. Warum war Ruhe? Weil das wollte er ja nicht hören. Der wollte von mir einen Zaubertrick hören, wie er super erfolgreich werden kann, wahrscheinlich ohne zu arbeiten. Ja, das gibt es nicht. Also Arbeit ist immer die Basis, ganz klar. Ja? Das heißt, super erfolgreich muss ich erstmal gewillt sein, auch fleißig, ehrgeizig zu sein, mehr zu tun wie alle anderen. Und dann komme ich dahin. Und der Junge, statt der PlayStation spielt, hätte einfach was anders machen können oder sollte was anders machen. Und Sie merken schon, wie einfach das ist. Das heißt, Sie müssen nur erst einmal anfangen, Ihre Zeit anders einzusetzen. Und das ist der erste Schritt. Das muss ich wollen. Das ist wie beim Sport. Wenn ich jetzt bei Olympia eine Goldmedaille haben will, also brauche ich körperlich genetische Voraussetzungen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich brauche gute Trainingsbedingungen. Aber letztendlich muss ich auch bereit dazu sein, mehr zu tun wie alle anderen, um dahin zu kommen. Also das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich das nicht bin, kannst du das vergessen. Und dann heißt mehr zu tun wie alle anderen, heißt nicht mal einmal in der Woche früher aufstehen und dann vielleicht was machen, sondern kontinuierlich über Jahre kontinuierlich mehr zu tun wie alle anderen. Es gibt immer Ausnahmen, du kannst was erfinden, du kannst irgendwo auch Glück haben und so weiter, dass du wo reinrutscht in das System, wo mit ganz, ganz wenig Zeitaufwand ganz, ganz viel Geld bringt. Also da werben ja momentan auch ganz viele im Internet damit. Ja, du kannst zu mir Werbekampagnen hier, da, mit wenig Aufwand, Millionen verdienen. Wer dann verdient, ist der, wo die Werbekampagne dir verkauft. Hinten dran musst du trotzdem arbeiten. Du musst es umsetzen. Also es wird immer das Gleiche bleiben. So, das Zweite, vielleicht heute als Tipp, was ganz viele heute nicht mehr machen, sich unentbehrlich zu machen. Viele machen sich entbehrlich bei dem, was sie tun. Das heißt, ich habe immer mir vorgenommen, wenn ich für jemanden gearbeitet habe, wo gearbeitet habe, dass ich so gut war, dass derjenige auf mich nicht verzichten konnte. Und nicht, dass er auf mich verzichten konnte, sondern ich habe es immer so geschafft, dass er auf mich nicht verzichten konnte. Man sagt ja immer, jeder ist ersetzbar. Und es ist aber auch wirklich so. Aber Sie müssen es schaffen, unentbehrlich zu werden. Und wenn Sie wo unentbehrlich werden in dem, was Sie tun, dann können Sie dementsprechend auch Gelder verlangen. Wissen Sie, es will nicht so politisch werden, aber auch hier mal ein Beispiel. Wir reden immer davon, unsere Politiker haben vorher in dem und dem Business eigentlich noch gar keine Berufserfahrung, sie haben nichts gelernt und das und werden Politiker. Aber in der Realität sind die meisten Menschen eigentlich genauso. Das heißt, heute, wenn ich jemanden einstelle, der möchte sofort in irgendeine gehobene Position oder ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld verdienen. Aber man will gar nicht erst mal anfangen, sich einzuarbeiten und dann sich unentbehrlich in der Firma machen. Und wenn jemand unentbehrlich in einer Firma ist oder egal was im Business, dann wird der Arbeitgeber auch mehr bezahlen und sie werden immer erfolgreicher werden, weil man sie braucht. So, und das Thema ist auch, in den normalen Business, oder bei, wenn man heute Vorstände oder so weiter sieht, es gab früher Geschichten, oder man hört es öfters mal, dass jemand angefangen hat, seine Ausbildung beim Unternehmen gemacht und ist irgendwann dann über die Ausbildung später in den Vorstand gelandet. Das haben wir heute fast kaum nicht mehr. Warum? Weil die Menschen sofort die Arbeitsplatz wechseln, wenn sie nicht sofort dementsprechend in die Position rücken, was sie sich vorstellen. So,
Also man beißt sich da nicht mehr durch. So, und das Thema ist, wie gesagt, jetzt nochmal unentbehrlich machen. Und warum erzähle ich das auch mit diesen nach oben arbeiten? Fakt war bei mir, dass ich immer ewig lange durchgehalten habe bei dem, was ich gemacht habe. Das heißt, ich war unheimlich konsequent und hatte unheimlich langes Durchhaltevermögen. Das heißt, ich habe nicht sofort, wenn das nicht so gelaufen ist, gewechselt. Natürlich immer mit dem Blick dahin, kann es besser werden. Ja, nicht, dass man so geht, wie ich vorhin erzählt habe, dass man dann das aus dem Auge verliert und eigentlich dann schon kurz vor der Privatinsolvenz steht und gar nicht erkennt, dass man da eigentlich nie erfolgreich wird. Also das meine ich damit nicht, sondern ich habe immer einen Blick gehabt und habe gewusst, okay, ich bin einigermaßen erfolgreich, aber wenn einmal das nicht so gelaufen ist, habe ich nicht sofort gewechselt, sondern bin der Branche, wo ich heute noch tätig bin, bis heute auch treu geblieben. So, und dann fragen ja viele immer, ja, warum kann der Uncut so ein Video machen und muss nicht hier irgendwo vom Skript und so weiter. Ja, weil ich seit 30 Jahren nur das mache, was ich tue und halt voll in der Materie drin bin. Und das ist immer beim nächsten Punkt. Das heißt, Fachwissen, 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 da sind die meisten heute gar nicht mehr dazu bereit. Auch hier vielleicht ein Tipp oder auch hier eine Anregung. Ich habe mir nie angemaßt zu sagen, ich will das Rad neu erfinden, sondern ich habe immer das Altbewährte versucht, vielleicht ein bisschen zu verbessern und war nie so, auch wenn ich dann früher, habe ich auch denen Menschen zugehört, die in dem Bereich erfolgreich waren. Ich habe mir das nicht getraut, mich hinzusetzen, wenn Menschen um mich herum gesessen sind, die super erfolgreich waren. Ich hätte nie gesagt, ja aber, ja aber, ja aber, wie macht man das besser? Auf Deutsch gesagt, ich habe meine Fresse gehalten und habe mit riesen Ohren gelauscht, wie die sich unterhalten, wie die das machen. Und habe diesen Input aufgesaugt und habe daraus gelernt, was haben die alles gut gemacht. Natürlich habe ich mir danach immer Gedanken gemacht, was könnte man noch verbessern. Aber ich wollte das Rad nicht neu erfinden. Das heißt, ich habe, wie sagt man, öfters auch mal auf die Alten hören. Und das habe ich halt von Anfang an gemacht, um selber gewisse Fehler von vornherein zu vermeiden. Was vielleicht Alte erzählen, die lange in dem Business waren, welche Fehler sie schon gemacht haben und welche nicht. Ja, so, also das ein weiterer Punkt, was für mich oder was für mich unheimlich wichtig war, was mich weitergebracht hat. Aber das sind alles so Faktoren, wissen Sie, wenn ich das jetzt so erzähle, ich traue mich wetten, dass der eine oder andere da schon Schwierigkeiten hat. Weil wenn ich mich heute mit jungen Leuten unterhalte, ja, hast du immer das Thema, ja, aber und wollen alles besser wissen. Ich habe gar nicht die Energie dazu, die zu verbessern, sondern okay, dann wisst halt alles besser, macht, was er meint, alles gut. So, also auch das wichtig. Weiterer Faktor, was wichtig ist, und dann sind wir jetzt mal ein bisschen spezieller, wenn ich in einem Business unterwegs bin, da muss ich mir auch überlegen, wenn ich super erfolgreich werden möchte, gibt es Business, das denn auch, also super erfolgreich, reden wir wieder von extremen Verdienst, gibt es Business, das denn auch her? Ja, das heißt, sind da auch überhaupt Umsätze in dem Maße zu erzielen? Und welche Manpower brauche ich dahinter? Ja, also da muss ich vor Freunden auch schon mal auswählen und sagen, okay, wie weit kann ich damit kommen? Ja, oder bewege ich mich dann in der Spitze maximal bei 250.000, 300.000 Euro Gewinn? Geht da überhaupt mehr? Also da komme ich aber auch dann nochmal in anderen Videos drauf. So. Das soll es heute erst einmal gewesen sein, ein ganz kleiner Einblick. Wir werden in den nächsten zwei Videos wesentlich konkreter, da brauchen wir den ganzen Vorspann nicht mehr. Das heißt, da steigen wir dann komplett gleich ein, wo ich dann die einzelnen Punkte dann auch erkläre, was ich gemacht habe, was ganz, ganz wichtig war. Aber hier jetzt nur so kleine Eindrücke. Wer, und das biete ich jetzt heute wirklich mal an, weil da so viele Anfragen dann kamen, wer da Interesse dran hat, mal an einen Online-Workshop, an eine Online-Schulung oder mal so ein Live-Gespräch 1:1, einfach in die Kommentare schreiben, dann werden wir das technisch auch mal umsetzen und auch das die nächsten Wochen anbieten. Auch könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euch noch mehr interessiert, worauf es ankommt, ja, oder bla bla bla. Ich rede da gerne offen drüber, kein Problem. Ansonsten wünsche ich noch einen restlichen schönen Tag und ich freue mich auf weitere Klickzahlen und würde mich freuen, wenn ihr auch die weiteren Videos mit anschaut. Besten Dank, euer Peter Götz.